Ich bin erst sehr spät zum Techno gekommen. So Jan und Daniel waren irgendwie auch schon als Jugendliche, haben sehr Techno-Platten gekauft und so. Ich überhaupt nicht. Ich war halt mehr so Rock, Jazz, Klassik. Irgendwann kam halt Hip-Hop. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich so auch diese Einfachheit von dem Grundbeat von Techno akzeptieren konnte, weil ich halt früher so ein bisschen mehr immer komplexe Musik wollte. Aber war ich dann angesteckt und dann hat es auch nicht mehr aufgehört. Wir komponieren weniger, sondern setzen uns einfach ins Studio und fangen irgendwie an, ein bisschen rum zu jammen. Also es ist eher eine Jam-Session. Und es läuft halt die ganze Zeit im Hintergrund quasi das, was wir schon erarbeitet haben. Und es läuft stundenlang. Und wir spielen einfach immer weiter dazu und nehmen neue Sachen auf. Und dann machen wir alle paar Stunden so quasi so einen Cut, überlegen uns, ist es jetzt überhaupt noch in der richtigen Richtung, da wo wir es haben wollten, oder müssen wir wieder Elemente rauswerfen und es wieder ein bisschen ausdünnen quasi. Wenn wir Musik machen, ist eigentlich unser Anspruch, was zu machen, was uns selber gefällt und was uns irgendwie weiterbringt oder für uns selber neu klingt. Und wir sagen, haben jetzt nicht so ein Konzept im Kopf und sagen, wir müssen unbedingt was machen, was so klingt wie moderne Musik gemischt mit Techno oder sowas. Also wir wollen nichts machen, sind nicht so crossover-mäßig drauf, sondern wir machen einfach die Musik, die halt so passiert. Bei Techno geht es immer darum, dass es einfach wie ein maschinelles Uhrwerk der Rhythmus einfach weiterläuft und man eigentlich sehr wenig menschliche Elemente in der Rhythmik hat. Und wenn man es irgendwie versucht so einzuspielen, dann muss man schon sehr lange üben, bis es wirklich so wird, wie man es eigentlich haben will. Und deswegen haben wir natürlich auch, editieren wir alles am Computer. Also wir spielen das irgendwie ein und manchmal lassen wir es so, aber in der Regel setzen wir die Attacks wirklich genau auf die Zeiten, um halt dieses Techno-Feeling zu erreichen. Mich interessiert vor allen Dingen so eine Spannung zwischen Menschen und Maschinen. Wir mögen schon so einen maschinellen Ausdruck. Aber das Schönste ist dann oft, wenn man es dann doch nicht ganz schafft. Zum Beispiel mit dem Ensemble, das wird ja nie richtig mechanisch. Weil da sitzen 10 Leute, die einfach nicht 100% tight sind, weil niemand so tight ist. Ja, gerade weil viele Sachen, gerade in der elektronischen Musik, meiner Meinung nach irgendwie vom... Also unabhängig von der Idee und der Musik gibt es einfach vom Klangbild sehr wenig Unterschiede, finde ich, weil man dann doch alles sehr klinisch produziert und ziemlich künstlich klingt alles, finde ich. Deswegen finde ich es immer gut, wenn man einen Sound produziert, der einfach rough klingt und ein bisschen dreckig, der Sound schon mal irgendwo in der Realität unterwegs war und nicht die ganze Zeit nur im Computer, so lange bis er aus der Box schließlich rauskommt und den Zuhörer erreicht. Wir haben jetzt halt dieses Jahr viel in England gespielt und haben viel so Dubstep-Sachen gehört. Das ist halt irgendwie was uns im Moment ziemlich interessiert. Einfach die Herangehensweise, wie die Beats da funktionieren und wie das Ganze vom Gefühl her rüberkommt. Das ist vielleicht was in nächster Zeit so ein bisschen unsere Musik beeinflussen wird. Wir machen jetzt demnächst wieder neue Musik.